Damit ein herzliches Willkommen zu der vierten Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Big Lilio. Und ja, heute wird wahrscheinlich noch ein kleines LOL Gameplay oder so kommen. Ich muss schauen, ob ich das einfach dann mit Musik unterlege, habe ich keine Ahnung. Und ja, in der Zeit, wie ich rede, suche ich eben kurz einen Gegner. Und ja, ich lade gerade das Boom Beach Let's Play hoch. Und ich habe im Moment ziemlich viele Pokale dazu bekommen. Oh, Glück gehabt. Okay, Elixier, irgendwas. Keine Ahnung, wie das heißt. So greift schön immer die Lage an. Hätte ich erstmal fett. Heute noch Rathaus Stufe 4 werde. Ja. Ne, Rathaus Stufe 3 meine ich. Tut mir leid. Ich bin ja erst Rathaus Stufe 2. Und ja, dann habe ich jetzt auch Rathaus Stufe 4, Stufe 3 dafür das Gold. Aber trotzdem, das reicht uns ja noch nicht. Wir wollen ja noch mehr Gold. Einfach mehr. Den Angriff haben wir auch zu 100%, weil so wie das aussieht, hat er keine Verteidigung mehr. Es läuft. So, die Lager haben sich, ich kann jetzt 7000 Gold sparen oder einnehmen. Also dieser Angriff hat sich für mein Goldlager ziemlich gut, ziemlich gelohnt. Ich mache gerade das Elixierlager auf Stufe 3. Ja. Und ja. Ich würde mal sagen, diesen Angriff haben wir eindeutig gewonnen. Jetzt einfach noch Gold für meine Quest. Dann läuft das. Ja. Dann haben wir jetzt auch diesen Angriff gewonnen. So. Ja, volle Lager. Alles fertig. Na gut, ne? Genau am perfekten Augenblick aufgenommen, aber das ist immer bei mir, also von daher normal. Und jetzt sag ich mal, die Kaserne pushen mit 3 Diamanten, was ich jetzt auch machen werde, damit ich wenigstens an ein bisschen Gold komme. So, das dauert jetzt 3 Stunden, aber lassen wir uns nicht ab. So. Dann warten wir ganz kurz, bis das Lager voll ist. Habe ich eigentlich noch irgendwas zum Bauen? Nein. Nö. Und Bauhütte, dritte Bauhütte hätte ich jetzt gerne, aber nein, Dominik, die kriegst du erst noch nicht. Krieg nicht mit. Ja, dann krieg ich 50 Dias. Also ich werde so schnell wie möglich hier den dritten Bauarbeiter versuchen zu bekommen, aber ja, das geht auch ganz schnell, wenn man hier diese Sachen weg hat, dann hat man irgendwie 400 Diamanten oder so. Also sowas bei mir letztens. In meinem letzten Account. Und 100 Diamanten, die kann man ganz schnell sparen. So, dann haben wir jetzt auch gleich ja volle Lager. Oder das volle Armeelager. Aber es sollte reichen, wenn ich so. Das sind nur noch 2, dann würde ich noch einen dazu setzen. Hier würde ich einen hinsetzen ans Haus. Ich glaube dazwischen, hier ist eine Bombe. Ich weiß es aber gerade nicht ganz genau. Oder nee, dann will ich hier mal alle setzen.
So, dass wir ein bisschen weiter bei den Kobold-Missionen kommen. Ah, jetzt werden da ganz viele Bomben gezündet. Scheiße. Egal. So. Dann haben wir ich jetzt auch diese Ko haben wir die Kobold-Mission auch abgehakt und kommen dem Ende schon ein Stückchen näher, aber naja, 15, da fehlt uns noch das Zehnfache. So. Es wird gerade die Boom Beach Folge hochgeladen, deswegen kann es sein, dass es ein wenig laggt oder so. Aber egal. Ja. Fast Level 6. Hiermit sind wir Level 6 dann. Ja. So. So, dann spare ich jetzt auch langsam. Also wenn ich das Level 3 habe, erstmal glaube ich den Minenwerfer. Oh, ich freue mich so auf den Minenwerfer. Ja. Labor kriegen wir dann auch. Also 25k können wir dann sparen. Das ist ziemlich viel. Kriegen wir dann noch ein zweites Lager? Ja. Und das ist auch richtig geil, also 25k, Alter. Nee, ich glaube, wir können sogar 50k sparen, einfach. 50k. Dann kann ich Barbaren Stufe 2 machen und so. Alter, dann werden wir rasieren. Dann werden wir rasieren. Die nächste... Scheiße. Die nächste Kobold-Mission, da brauche ich ein paar Bogies für. So. Hör mal am besten ganz schnell auf zu produzieren und produziere lieber die Bogies, die Bogenschützen. So. Wenn wir 10 Stück dran haben, glaube ich, reicht das. Ja. Ich gehe jetzt erstmal in den Online-Kampf. Ja gut, ne? Das sind 4 Pokale, die jucken mich nicht, aber wäre das jetzt auf meinem Level 6er Account, auf meinem dritten Account oder so, dann wäre das ein bisschen arg traurig, weil ja, du bist auf ey, heute habe ich wieder so eine Folge, ne, da denkst du, was geht bei dem Jungen schief? So, mit den zwei Bogenschützen komme ich hier jetzt angekrochen. Und so werde ich erstmal versuchen, alles zu rippen. Ja. 2000, das ist doch ein guter Loot, aber glaube, ich werde da gar nichts von kriegen. Außer wenn die jetzt aufs Goldlager gehen. Oh ja. Aber die Kanone trifft, also natürlich ein bisschen schade, aber jetzt gehen sie auch noch ein bisschen aufs Elixierlager, das ist ziemlich gut. Der Barbar bei der Goldmine wird gerade nicht gefokust, also ziemlich gut. Die greifen das Rathaus an, 2 Minuten Zeit und ja. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Und so, Kampf habe ich verloren, aber Pokis jucken mich nicht. So. Ich würde mal sagen, das war's dann auch erstmal mit der 4. Folge Let's Play Clash of Clans. Würde mich mal über einen Daumen nach oben freuen. Und ja. Schreibt mir mal Verbesserungsvorschläge, Kritik in die Kommentare, also was ich besser machen kann. Das würde mich ziemlich freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.